Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin euer Firbo und es regnet. Aber auch die Fackeln funktionieren noch. Cool, dann machen wir heute nichts. Brauchen wir heute nichts großartig hier an Gießen machen. Das ist ja schon schön. Wir haben eine E-Mail, sage ich immer. Eine Nachricht. Hallo du, getten starten. Wenn du das starten willst, gebe ich dir einen kleinen Tipp. Must crops only grow in one. Die meisten Samen ja, wachsen in einer Saison, also Spring, Frühling und so weiter. Das ist mir schon klar. Wenn noch irgendwo noch Mixed Seeds oder nicht? Hab ich die verkauft gehabt? Ich meine, wir hätten noch Mixed Seeds gehabt. Oder hab ich die mich verballert? Ich weiß es nicht. Egal. Gut, wir gehen das mal hier verkaufen. Zack, zack, zack. So, haben wir heute jede Menge Zeit. Ich würde gerne noch mal ein paar Samen dann kaufen gehen. Wie viel waren das jetzt? 10 Stück, ne? Können die Bären hier ernten? Leider nicht, schade. Hätte schon ein bisschen gefeiert, wenn wir das jetzt ernten können. So. Gut, da wäre ja nichts. Okay, schon, wir gehen mal nach unten. Ein bisschen Radieschen sammeln. Oh, dafür gibt es sogar einen goldenen Stern. Da verkaufe ich auch mal. Oder kriege ich da besonders viele Gefühle für einen? Egal, ich verkaufe es einfach erstmal. Wir schauen einfach mal so. Ich wollte, das stimmt ja. Die muss ich unbedingt wegreißen, die hier. Ich will hier unbedingt noch einen Weg bauen, einen richtigen und so. Ich will richtig eine schöne Farm bauen. Da kommt so das richtig schöne Kronk-Feeling raus. So, ausprobieren. Ja, nee, geht nicht. Doch, geht doch. Kann ich den da zerkloppen? Ja, kann ich zerkloppen, gut. Der hat schon immer wie so ein bisschen gestörte Stein da. Aber wir haben hier echt schon gut was weggehauen, Leute. Boah. Hätte ich nicht erwartet, dass sie da so viel weghauen. So, mein nächstes Ziel ist halt, die 4000 zu bekommen und dieses Coop zu bauen. Hier, ne? Hier bildet der Coop. Ne, ich muss hier lang. Und sorry, dass ich wieder so müde bin, aber ich habe einfach so eine 36-Stunden-Tag hinter mir. Ich hatte Nachtschicht gehabt und anstatt pennen zu gehen, habe ich The Division gezockt. Und dann habe ich es noch einem Kollegen im Stream gezockt. Daraus wurden dann einfach mal 36-Stunden-Tag. Ah, ein bisschen übertrieben krass. Ich habe aber gut geschlafen diesmal eigentlich, aber naja, der Körper macht es halt nicht so mit, ne? Oh, deswegen bin ich halt tierisch müde in der heutigen Folge. Beziehungsweise die Folge nehme ich sogar heute auf, wie sie rauskommt. Also wir sind wieder in Production, sagen wir es mal so. Just in time, ist das, glaube ich, in der Automobilindustrie, beziehungsweise bei allen Fließbandarbeiten und so weiter, glaube ich. Und ja, so sind wir nun mal hier, ne, auf meinem Kanal. Alles muss produziert werden hier, alles in time. Am besten 2 Sekunden vorher und dann direkt hochladen und freischalten und alles. Ach ja. Ja. Mit den Fackeln sieht man auch so viel schöner aus, finde ich. Ich sehe gerade, wir haben auch noch die andere Blume hat auch jetzt einen Stern. Nice. So, wir sind jetzt an Tag 15 schon. Wow. Oh, da gibt es einen neuen Auftrag. Den nehmen wir uns mal an. Hallo? Did you like put a. On deliver, I will be thankful. About mental. Okay, accept quest. Was soll die mental bringen? Habe ich das richtig gesehen? Deliver. Bring an Earth Crystal. Okay, also. Gut, also wir haben jetzt noch 14 Tage circa. So, wir gucken mal. Hallo. 14. Okay, gut, dann kaufe ich einfach mal 3 Stück von denen. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Ich werde mir eigentlich angucken und dann aus. Brauchen 6 Tage. Also, das ist. Achso, das ist. Okay. Nehmen wir noch ein paar von denen hier mit. So, 20 Stück. Zack. Ist Abigail in ihrem Raum? Oder läuft die jetzt beim Regen rum?
Oh, die Türen zu öffnen ist manchmal sehr kompliziert, finde ich. Nee, Abigail ist nicht da. Irgendwie habe ich das Gefühl, die machen sich noch nichts wirklich aus dem Regen, wie es scheint, oder? Aber jetzt gerade läuft ja keiner rum, ne? Na gut, wenn ich Abigail nicht finde, was soll ich da groß machen, ne? Ja, schon doch, weil hier steht keiner rum oder so, wie es scheint, ne? Hier steht echt keiner rum. Also heißt, die Leute reagieren doch ums noch auf Regen. Ich weiß noch, bei Harvest Moon Geschichten zweier Städte, hast du immer bei Regen im Tunnel dann Erz und so gefunden. So ein Spot fehlt mir hier irgendwie noch, glaube ich. Ich muss mal schauen, verschwinde ich in unserer kleinen Höhle da was. Ein Earth Crystal oder so. Hallo Möwe. Zack, weg mit dir. So, und jetzt bin ich wieder mal glücklich, dass ich in meiner Tasche. Warte, was bist du denn? Old Main. Ich gehöre in the Cell, but some. Okay, der ist creepy. Seht ihr denn als. Ne, das ist natürlich nicht als Mensch, den wir kennengelernt haben. Warte mal, hä? Achso, ich wollte sagen, habe ich noch mehr Platz bekommen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich eigentlich mit dem ganzen Scheiß machen soll, mit dem ganzen Platz. Ich hab vielleicht die Kiste mal schon ganz schön reintun können. Ich glaube nicht, dass ich in der Mine gehen so viel unterschiedlichen Stuff kriege, oder? Ich weiß es natürlich nicht. Überhaupt so, die Kuh ist draußen. Die freut sich im Regen zu sein, wie scheint. Ich müsste mal vielleicht mit unserer Katze reden. Unsere Katze haben auch noch irgendwie keine Interaktion. Weil ich mich auch frage, die Updates, die gekommen sind jetzt hier, gilt die für den laufenden Spielstand, muss ich mir jetzt mal einen neuen Spielstand machen. Da hätte ich mich eigentlich keinen Bock drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedes Mal dann einen neuen Spielstand anzufangen. Das ist allerdings für ein Let's Play natürlich dann super. Lass mir die ganzen Steine wegkloppen. Hier brauche ich auf jeden Fall eine größere Axt, um das alles freizukriegen. Jetzt haut auch den Ast hier, mein Gott. Oh, den habe ich mal gesaved. Den anderen wieder nicht. Das ist so dämlich mit dem Wasser. Ja klar, ergibt ja Sinn, aber ich finde es trotzdem ziemlich dämlich. Jetzt hau den nochmal. Holt mit der Axt. Der hat Gras kaputt, alles klar. So. Oh, ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Upsi. Wieder auf Halbe kommen Steine zu wieder. Ja, schon klar. Ich will hier dagegen hauen. Die Axt hat irgendwie null Reichweite. Wenn du mit der Axt kannst, mit der Spitzhacke kannst du irgendwie auf 50 Meter hauen und der Axt keine 2. Ist schon ein bisschen irritierend teilweise. Was sind das für komische Geräusche, die das Ding die ganze Zeit macht? Frage ich mich. Ich bin auch noch frage, was haben wir denn für eine Beschäftigung haben, wenn wir das alles jetzt durchhaben. Ich würde mich auch mal interessieren, wie lange es dauert, so einen Baum nachwachsen zu lassen. Also ich wäre auf jeden Fall ein guter Sträfling, würde ich mal behaupten, oder? So wie ich die Steine hier wegkloppe. Ne, das Zehner kloppen. Also dann auch noch ein bisschen Ressourcen jetzt gesammelt. Und wir haben dann echt hier ein gutes Stück wieder weggehauen. Wir kommen gerade richtig gut voran. Irgendwie, ich brauche auch irgendwie gefühlt kaum Ausdauer.
habe ich das Gefühl. Pow, 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 alles weggekloppt hier. Da gab es sogar diesmal zwei Steine. So. Ups. Fahren wir. 5.30 Uhr, okay. Ja, wir können auch noch nicht wirklich groß was machen hier, ey. Habe ich so das Gefühl, irgendwie so, ich weiß zumindest nicht, was ich alles groß machen kann, außer mit den Leuten reden. Aber gut, wir hätten fischen gehen können, stimmt, wir hätten fischen gehen können. Wir müssen das Fischen üben können, aber gut. Das nächste Mal. Alter, wie ich hier gerade durchrasiere. Durch diese Steinhaufen. Ich habe halt echt keine Steine mehr jetzt im kaputt machen. So gut, das reicht jetzt. Ja komm, hier waren wir auch schon, ne? Boah. Stirb Gras. Dieses Gras muss sterben. Oh, hier ist echt noch ein bisschen was, aber ansonsten, ja. Heißt dann eigentlich nur noch Bäume wegkloppen, ne? So, Bäume wegkloppen. So. Das ist echt nicht mehr viel. Könnten wir morgen wieder so einen Tag haben, könnten wir morgen theoretisch alles, was auf dem Boden liegt, schon mal weggearbeitet haben. Auch gut. Leute, die Bohnen, da hatten wir noch nichts, was sie nehmen konnten. Ne, schade. Ach ja, stimmt, ich wollte ja noch die Samen raus tun. Na egal. So, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Das behalten wir, das behalten wir, das. Das verkaufen wir alles. Das behalten wir. Ich die 5 noch eben ausgesät bekomme. Mal Ausdauerleben hier. Er scheint gar keine Ausdauer zu verbrauchen. Oh, auch gut. Na, wenn das so ist, dann gehe ich total auch noch die hier. Die Beule einfach irgendwo sind, wo Platz gerade ist. Zack, 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 so. Zack, so, den Rest wollte ich ja verkaufen noch. Bam, 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 bam. So, gut. Dann gehen wir noch eben schnell in die Mine rein. Beziehungsweise in das Loch da. Oben. Und dann schauen wir, was da so noch ist. Okay, ist wieder nix. Stimmt, wir können mal ein bisschen Stone nehmen und ein bisschen Wege bauen. Das war eigentlich auch mal eine Idee. Einfach mal so einen Weg hier bauen. I need some stones. I want to be high. Müsste Stone sein. So, was haben wir denn hier so? Was ist das eigentlich? Place create a path. So, ich muss mal googeln, was das heißt. Ich weiß es nicht genau. Ach, das hier, ist das das hier? Das ist es wahrscheinlich, ne? Ja. So, dann platzieren wir jetzt hier den Weg hin. Ja, meine Farm wird schön sein. Es wird eine richtig luxuriöse Farm sein mit Wegen und. Die Frage ist, ob ich auch genug Steine dafür habe immer. So. Wenn ich jetzt die Frage, baue ich jetzt einfach so querfeldig hier so ein und dann da hoch oder wie? Könnte ich eigentlich auch theoretisch hier so rüber bauen, ne? Weg mit dir, was immer du bist. So, wir haben keinen Boden mehr. Ist ja nicht schlimm.
Kann ich den Boden eigentlich irgendwie abreißen? Das ist immer eine Frage, die mich interessiert. Kann ich auch. Okay, ich kann nicht mehr auf einen Fleck setzen. Wir haben ein bisschen assi. Was ist das da? Hä? So kann ich da jetzt keinen Boden setzen. Was ist das? Dann muss ich ein bisschen Lücken bauen hier gerade. Auch doof, aber egal. Oh, wir haben schon relativ spät. Da kommen wir mal eben noch schnell hier fertig. So. Jetzt ist schon mal ein Weg hier rüber gebaut. Oh, ich hatte noch Wege im Inventar hier. Okay, gut. So, schnell schlafen gehen. Yes, ich hoffe, das reicht noch. Farming Level 2, oh nice. Water can professionally. Okay, wissen was heißt. Okay, wir haben neue Steine dürfen und wir haben eine Mayonnaise-Maschine bekommen. Oh, wir haben Sprinkler. Nice. Wir haben ein Mining Level 2 erreicht. Staircase. So was Staircase. Mal schauen. Da bekommen wir aber richtig schön viel Geld. Hier, wofür haben wir das meiste bekommen? 100, 160. Ne? Gibt es auch ein bisschen Geld hier alles, ne? Ich frage mich immer noch, ob das unser Haus ist. Was haben wir alles bekommen? Kartoffeln. Ach, dann unsere. So, wenn wir denken, 9 Stück sind 315. Das heißt, das sind circa. Lass mal. 45. Warte mal eben nachrechnen. Ach, egal. Ich bin halt zu doof zum Rechnen. Auf jeden Fall lohnt sich das, glaube ich. So, wir haben fast 1000 bekommen. Ist auch schön. Und wir haben Tag 16. Und da werden wir wach. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Haut rein. Ciao, ciao.